Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Wir haben eine neue Folge und bei Lieblingspodcast wird die Dame, die jetzt bei mir im Interview ist, sofort sagen, nein, das ist ein anderer, nämlich der Podcast von Madame Moneypenny. Und wenn ich darüber rede am Tisch, habe ich schon verloren, weil Rita sagt, Madame Moneypenny hat aber gesagt, dann kommt etwas und danach wird unsere gesamte Finanzplanung der Familie Beck dann ausgerichtet. Sie ist, also im wahren Leben heißt sie Natascha Wegelin, ist 32 Jahre alt, Ruhrpottkind, kommt aus der, sagen wir mal, schönen Nachbarschaft von Wuppertal, aus Dortmund und lebt in Berlin. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, gehört zu Deutschlands Top-Finanzexpertin und hat bereits Tausende von Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit begleitet. Nach kurzer Festanstellung bei Google und Parship, da müssen wir auch drüber reden, gründete sie mit 26 ihr eigenes Unternehmen, dessen Flagship, das mittlerweile drittgrößte WG-Portal Deutschlands, wgsuche.de, ist. Anfang 2017 verkaufte sie einen Teil des Unternehmens für einen siebenstelligen Betrag an Immobilien-Scout24 und das könnte jetzt weitergehen und lebt seitdem auf Hawaii und auf Bali, aber nein, weil dann hat es direkt richtig losgestartet. Dann kam nämlich Madame Moneypenny.de, größter Finanzblog für Frauen und einer der größten Finanzblogs in ganz Deutschland. Mit dem Blog, ihrem Podcast und ihrer Facebook-Gruppe nur für Frauen möchte sie Frauen dazu ermutigen, konkrete Tools in der Finanzplanung zu haben und ihre Finanzen endlich selbst in die Hand zu nehmen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So ist es. Danke dir, Tobi. Danke für die Einladung. Ja, was für eine Anmoderation, oder? Ja. Ich bin zwar mittlerweile schon 2 Jahre älter, aber das lassen wir nochmal gelten. Ja, in Wuppertal würde man sagen, läuft bei der Frau Madame Moneypenny. Läuft, genau. Ja, es läuft, kann man so sagen. Ja, es läuft wirklich. Aber ich würd bei der Anmoderation direkt mal ansetzen. Als du damals für einen siebenstelligen Betrag verkauft hast, hast du mal kurz gezuckt, ich gehe nach Bali oder so? Oder ist sowas weit weg deiner Persönlichkeit? Nee, da habe ich eigentlich nicht so richtig gezuckt. Also das muss man auch nochmal relativieren, weil es auch nicht das ganze Unternehmen war und ein Teil davon ist auch ins Unternehmen reingeflossen, dieses Geldes. Ja. Also es war jetzt nicht, dass ich das alles selber schön auf dem Konto gehabt habe, aber nee, da habe ich eigentlich nicht gezuckt, großartig nach Bali zu gehen. Ich bin in Berlin, fühle mich hier ganz wohl, habe ja noch ein bisschen, ein paar Sachen zu tun. Also Aussteigerin bin ich noch nicht. Nee, ja, aber es gibt ja einige, die sagen dann schon mit Mitte 20 so, ich gehe jetzt irgendwo hin. Was mich total interessiert, bevor wir in das Thema einsteigen und finanzielle Bildung gerade für Frauen und es unabhängig machen, interessiert mich natürlich, wie ist Miss Madame Moneypenny zu Madame Moneypenny geworden und woher kommt das Unternehmertum bei dir? Hast du das mit der Brust aufgenommen oder woher kommt das? Gute Frage. Also das Unternehmertum liegt bei mir nicht in der direkten Familie. Ich glaube, mein Urgroßvater, der hatte eine eigene Schlosserei oder sowas. Okay. Das ist so die einzige unternehmerische Ader so in meiner Familie. Ansonsten eher so ein bisschen festangestellt, also nichts Wildes dabei, keine unternehmerischen Tätigkeiten. Mhm. Von daher, ja, vielleicht hat das ein paar Generationen übersprungen und ist bei mir jetzt wieder aufgeblüht, diese Schlotzerei, dieses unternehmerische Gen. Und wie ich zu dem Thema gekommen bin, ist Scratch Your Own Itch, so ist auch damals WG-Suche entstanden. Eigentlich aus auch das ist eine WG. Ja, tatsächlich. Ja. Und Geld. Irgendwann brauchst du Geld. Genau, erst brauche ich eine WG, dann brauche ich Geld, dann dachte ich mir, Mensch, wo soll das herkommen? Warum macht das keiner? Mache ich es halt selber. Ja. So ungefähr. Ja, bei Madame Moneypenny war es tatsächlich so. Genau, vor ein paar Jahren, ich mache das jetzt im 5. Jahr. Wollte ich mich einfach mal mit dem Thema beschäftigen. Also ich wusste selber nicht so richtig, okay, Unternehmen gegründet, Altersvorsorge und so weiter und so fort. Was macht man da jetzt? Ich hatte ein bisschen was angespart und ja, sah mich da mit Fragen konfrontiert, die ich überhaupt nicht beantworten konnte und bin dann halt zu einer Finanzberaterin gegangen, in Anführungsstrichen gesetzt. Ja. Und die hat mir dann eine private Rentenversicherung verkauft, was sicherlich schön für sie war, weniger schön für mich. Nichts gegen private Rentenversicherung, aber das war tatsächlich nichts. Das war ein Griff ins Klo. Mhm. Und das war so mein Aha-Moment, dass ich dachte, ja, das ist irgendwie nicht so cool, dass du dich mit damals ungefähr 30
so mit diesen Dingen des Lebens so gar nicht auskennst. Hm. Also überall lief's ganz gut und ja. im Thema so Finanzen dachte ich, ach, irgendwie habe ich gar keine Ahnung davon. Und so habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe dann auch schnell gemerkt, wo sind denn die ganzen Frauen eigentlich? Oder beziehungsweise nicht gemerkt, dass es da Frauen gab. Gab keine. Hm. Ja, stimmt, gab keine. Genau, ja. Oder ja, sagen wir keine sichtbaren. Es gibt ja. sicherlich viele da draußen, die da ganz tolle Arbeit machen in dem Bereich, aber jetzt nicht so großflächig sichtbar, dass man sagen könnte, oh cool, an die kann ich mich auf jeden Fall wenden. Und dann habe ich mir gedacht, cool, dann schreibst du mal drüber, guckst mal, was so passiert und ja, 5 Jahre weitergespult, ist einiges draus passiert und läuft. Du hast ja quasi deine Follower und Followerinnen mitgenommen auf deine Reise in diese Welt. Ne? Also ich habe ja vorhin im Vorgespräch gesagt, ich habe mir deine allererste Folge nochmal angehört und da hast du auch darüber gesprochen, über diese Erstberatung. Bevor wir darüber reden, war Geld, Finanzen bei dir früher ein Thema? Also entweder in der Familie oder nicht, weil ich frage mich immer, woher kommt sowas, dass sich jemand wirklich so reinfuchst, weil 99% der Menschen sagt dann, okay, dann nehm ich halt diese Versicherung. Ja, also so richtig tatsächlich auch nicht Thema. Also ich bin gut aufgewachsen, normal, durchschnittlich bürgerlich aufgewachsen. Meine Eltern haben ein Eigenheim sich irgendwann mal gebaut, beziehungsweise ja, tatsächlich selber gebaut. Aber da war jetzt auch kein großer Finanz-Background so. Also mein Papa hat eine Ausbildung bei einer Bausparkasse gemacht. Also ein bisschen was war da schon, aber eher so in die Sicherheitsrichtung dann doch. Ne? Lieber ein bisschen überversichert als zu freiheitlich sozusagen. Aber woher das jetzt bei mir so genau kommt, ist, glaube ich, eher aus meinen eigenen Erfahrungen raus. Dass ich dachte, wow, das nervt mich ungemein. Also das muss dich ja also richtig genervt haben. Das hat mich richtig genervt. Es hat mich richtig gewurmt. Es hat mich, diese Ohnmacht war es eigentlich, ne? Zu wissen, boah, die hat sich voll übers Ohr gehauen und es war so, so einfach. Und würdest du ihr im Nachgang unterstellen, da ging es um diesen Bonus? Deshalb saßt du da? Ja, auf jeden Fall, genau. Also diese Finanzberaterin, die hat ja damit Geld verdient, mir diese Versicherung zu verkaufen. So, und damit, da bekommt die halt ihre Provision, da kann die auch nichts dafür, ne? Das ist halt ihr Job. Das ist bis so, zu dem Punkt ja sogar in Ordnung. Ja. Genau, genau. Und ja, da ist natürlich die Incentivierung, je mehr die verkaufen, je risikoreicher die verkaufen teilweise, desto mehr Provision bekommen sie dann halt. Ja. Und die werden, also wenn sie mir nichts verkaufen, wenn ich keine Versicherung abschließe, bekommen sie ja doch kein Geld. Was ich jetzt noch spannend finde bisher ist, du hattest ja eigentlich keinen finanziellen irgendwie Zwang oder so, dass du dich hättest damit beschäftigen müssen. So, du hättest ja auch sagen können, scheiß drauf, ich mache halt noch ein Start-up, ich verdiene halt noch paar hunderttausend Euro, ist mir ja egal. Hast du aber nicht. Was hat dich so richtig gewurmt? Tatsächlich diese Machtlosigkeit, so ein Spielball zu sein in dem Moment. So dieses Gefühl, ich weiß nicht, was hier passiert, ich habe überhaupt gar keinen Durchblick über dieses ganze System, was dahinter ist. Und so eine gewisse Machtlosigkeit, nicht die Kontrolle zu haben in so einem so super wichtigen Thema. Ja, also ich meine, das waren jetzt, ich habe in die Rentenversicherung damals schon so 300 Euro pro Monat einbezahlt und da hatte ich gerade WG-Suche gegründet und Gehälter, naja, mal gucken, wann das nächste kommt, war jetzt irgendwie auch nicht so selbstverständlich. Also es war schon ordentlich was von meinem Gehalt damals. Ja. Und für 300 netto muss man erstmal was umsetzen. Das sind ja eigentlich 600, ja, würde ja, Madame Moneypenny sagen. Genau, ja, ist viel Geld, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir mal ein bisschen frech bleiben, ist das ganze Konstrukt so gemacht, damit keiner dahinter guckt? Ich glaube schon, ja. Kompliziert, meine ich. Ja, genau. Es wird, also meiner Meinung nach ist das total der Fall. Also es wird sehr kompliziert gemacht, weil Menschen wie diese Berater oder Fondsmanager oder wer auch immer dann natürlich damit Geld verdienen, dir gewisse Produkte zu verkaufen, die du vielleicht eigentlich gar nicht so richtig brauchst oder die auch nicht so das Gelbe vom Ei sind, bevor du es halt selber machst. Das ist eine Frage, die ich ganz oft bekomme. Ja, Natascha, also wenn das so einfach ist, warum machen es denn dann nicht alle selber? Ja, weil die meisten nicht wissen, dass es so einfach ist. Und dann spielt natürlich noch Umfeld eine Rolle und der Sparkassenberater, der schon seit 2 Generationen und der Papa. Treut. Und der Papa, der sagt, ah, mach mal lieber und Aktien und so, bist du dir sicher? Von daher, glaube ich schon, dass das total im System so verankert ist und so gewachsen ist. Ja, und als du dann damals die Wolke beiseite geschoben hast und gemerkt hast, okay, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Worauf bist du gestoßen? Klingt so ein bisschen wie bei Wallraff, ne?
Also worauf ich zuerst mal gestoßen bin, ist dieses Provisionsmodell von Beratern, weil das wusste ich halt auch nicht. Ne? Also da gibt es ja Provisionsberater, die bekommen eben eine Provision, wenn sie dir das verkaufen. Dann gibt es aber auch andere, bei denen das nicht so ist. Das sind Honorarberater. Die bezahle ich dann pro Stunde wie den Handwerker meinetwegen auch. Das war erstmal so, okay, warum weiß man das denn nicht oder warum wusste ich das nicht damals? Und dann bin ich recht schnell auf Börse und Aktien gestoßen. Und überhaupt diesem ganzen Mindset, Vermögensaufbau, Finanzmanagement selber machen zu können. Also sich selber ein Vermögen aufbauen zu können, ohne irgendwelche Berater oder so, sondern diese Entscheidung selber zu treffen und das Geld für sich arbeiten zu lassen. Das war auch eine komplett neue Welt für mich, weil bis dahin war ich, okay, ja gut, und Geld verdienen und sparen und ein bisschen was davon investieren oder so. Aber dieses, okay, ich arbeite so hart für mein Geld und jetzt kann mein Geld auch nochmal hart für mich arbeiten, während ich neues Geld verdiene. Das war irgendwie so ein Aha-Moment. Ja. Ich dachte, boah, krass, das ist echt irgendwie ein spannendes System. Wenn wir systemkritisch nochmal ansetzen, gibt es ja auch keine finanzielle Bildung in der Schule, ne? Also ich kann mich daran erinnern, ich war auf einem linksgerichteten, auf einer linksgerichteten Gesamtschule. Es ging ganz viel um Gewerkschaft, es ging ganz viel um Solidarität, aber es hat niemals jemand gesagt, du kannst dir durch den Aufbau von Vermögen, kannst dich finanziell unabhängig machen oder Geld für dich arbeiten lassen. Wie war das bei dir in der Schule? Null. Also ich glaube, es gab einmal so ein Börsenspiel oder sowas von der Sparkasse wahrscheinlich veranstaltet, aber da wusste auch keiner, wo die Glocken gingen, ehrlich gesagt. Ja. Das war jetzt auch nicht so finanzielle Aufklärung, schon alleine, wie funktioniert Geld, wie entstehen Schulden, auch so dieses Freimachen von diesem Konsumzwang, dieses Mithalten zu müssen, da schwingt ja so viel mehr mit, als einfach nur, ja, in welche Aktie soll ich denn jetzt investieren? Das ist so der letzte Schritt von allem. Mhm. Aber davor passiert ja noch ganz, ganz viel und auch dieses, dass Geld auch nicht böse ist. Ne? Das ist in Deutschland ja immer ganz viel, oh, Geld ist böse und oh, nicht zu viel verdienen und oh, verkauft sie da etwa gerade was? So verkaufen, Geld verdienen ist ja immer noch so ein bisschen, oh nee, sowas machen wir aber nicht und darüber reden wir aber nicht. Ich glaube, woher glaubst du, kommt das bei uns? Tja, ich denke schon, ja, es wird kulturell sein, ja. Also jetzt könnte man nochmal den Unterschied zwischen Frauen und Männern nochmal aufmachen, dass Frauen da sowieso eher sozialisiert werden im Sinne von immer ruhig und lass es mal den Mann machen und du kümmerst dich schön um Haus und Kinder. Das ist ja schon auch in uns verankert, ne? Also bei Frauen natürlich nochmal sehr, sehr viel stärker, also mit negativen Glaubenssätzen behaftet als Männern, um jetzt mal in Klischees zu sprechen, aber das ist so das. Das ist so das, was ich so sehe. Und dann sieht man natürlich die großen Unterschiede zwischen zum Beispiel Deutschland oder Amerika, wo die da ein bisschen offener sind und so weiter, was ja auch nicht immer, ja, die haben natürlich auch viele Kreditkartenschulden, ne? Das ist mal die Frage, okay, wie ist da so die Kultur angesiedelt? Etc., etc. Ja, genau, da ist eine ganz andere Schuldenkultur, die wir in Deutschland ja nicht so krass haben, außer wenn es ums goldene Eigenheim geht. Ja. Ich sage immer, Geld ist weiblich und man muss sehr nett zu ihr sein, sonst geht sie nämlich weg. Ja, so ist es. Ja, aber es ist ja wirklich so, ne? Also, wenn man sich mal überlegt, wie viele mit Geld umgehen und sich dann wundern, dass es nicht bei einem bleibt. Ne? Also man kann ja mit Geld auch umgehen oder sollte man wahrscheinlich auch wie mit einer Person, mit einem Freund. Hm. Wenn ich die ganze Zeit nur sage, oh nee, du bist mir, nee, eigentlich will ich nicht so richtig, dass du bei mir bist und ja, ich weiß gar nicht so, wer du bist und wie heißt du eigentlich und also irgendwie fühlst du dich ein bisschen schmutzig an. Ja, so würden wir mit Menschen auch nicht umgehen, die wir in unserem Umfeld haben wollen. Ich habe vor ein paar Tagen mit Markus Koch gesprochen, das ist ein Freund von mir, kennst du vielleicht vom New Yorker Parkett. Und der hat mir, als ich ihn bei der Börse besucht habe in New York, er hat mir das da alles gezeigt mit The Bell und da die Leute vorgestellt. Cool. Er hat so im Nebensatz was gesagt und da würde ich gerne deine Meinung zu hören, weil das hat bei mir ganz viel in meinem Kopf bewirkt. Er hat gesagt, weißt du, finanzielle Freiheit und Reichtum ist kein exklusiver Club. Es gibt exklusive Clubs wie Freimaurer, Lions, whatever. Aber Reichtum und finanzielle Freiheit ist kein exklusiver Club. Ja, finde ich auch. Würde ich sofort unterschreiben. Es ist kein exklusiver Club. Also das gerade heute, in diesem Zeitalter, in dem ja alles auch offen liegt, natürlich muss man nochmal unterscheiden, klar, manche sind privilegierter als andere aktuell, jetzt gerade sowieso mit der Krise und so weiter und manche verdienen mehr als andere und manche haben Kinder, manche haben keine Kinder. Aber letztendlich ist das System, das Prinzip für alle das gleiche. Geld verdienen, Geld sparen, investieren, dass es mehr wird. Ja. So, und die Informationen dazu sind alle kostenlos verfügbar auf allen möglichen YouTube-Kanälen oder ein Buch für 10 Euro.
das ist eigentlich alles da. Wenn man das mal verinnerlicht hat, dann natürlich auch umzusetzen. Daran scheitern dann leider auch viele. Da auch die Disziplin zu haben und auch diese Durchsetzungskraft, nicht nur den Willen, sondern auch die Durchsetzungskraft, es dann auch wirklich zu machen, die Entschlossenheit. Aber Magic ist es jetzt tatsächlich nicht. Also wie gesagt, bei mir kommen ganz viele, die meine Programme durchlaufen, ja, so einfach ist das jetzt. Ja, so, und die suchen nach dem Haken. Ja. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass sobald man dann in eine Tür geöffnet hat und du stehst zum Beispiel in einem Raum Gold, dann geht die nächste Tür auf, Börsenhandel, dann geht die nächste Tür auf und es wird halt immer kleiner, geht dann in EFC-Trade oder whatever. Gab es richtige Überraschungen für dich, wo du gesagt hast, gibt es doch gar nicht, dass das so einfach ist? Ich würde sagen, mehr so auf spiritueller Ebene, dieses so, manche reden ja von so einem Geldmagneten, ne? Also wenn es einmal läuft, wenn man einmal quasi die Maschine angeschmissen hat, dann ist es schon fast verwunderlich, wie gut und reibungslos sie dann läuft. Also da hatte ich teilweise schon so Momente oder auch Monate, wo ich so dachte, okay, boah, wo kommt das jetzt alles her? Also ohne, dass ich jetzt noch so super viel gemacht habe, ja, keine Ahnung. Naja, aus Investitionen halt, ne, die sich dann weiterentwickeln. Jetzt gerade geht es natürlich runter, aber irgendwann wird es auch wieder hochgehen. Ja. Durch Umsätze aus dem Unternehmen. Also das meine ich so mit, wenn man mal so diese Maschinerie einmal angeschubst hat, dann entwickelt sich da meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, sehr schnell ein Momentum, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Und man kommt ja auch vom einen wieder ins andere. Hm. Das Ziel ist ja jetzt nicht, innerhalb von 3 Wochen 5 Millionen zu verdienen und finanziell frei zu sein, sondern man muss ja erstmal, irgendwo fängt es an mit 5 Euro, die man wegspart. Hm. Aber das entwickelt sich dann relativ schnell in so ein Momentum. Man bekommt immer mehr Wissen, man trifft neue Entscheidungen, andere Entscheidungen, lernt andere Menschen kennen, die ja nochmal den Horizont erweitern. Also das ist echt wie so eine komplett neue Welt, die sich da auf einmal eröffnet. Und es ist eben, genau wie du sagtest, kein exklusiver Club, sondern dem, es ist eine Reise. Ja. Bei dem, was du gerade gesagt hast, das Internet suggeriert natürlich auch manchmal dieses folg mir mit meinem Weg, dann wirst du schnell Millionär. Das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn da ein 22-Jähriger am Auto lehnt mit der Eierschale auf dem Kopf und sagt, folg mir meinem Weg. Da sage ich immer, Schulweg oder wo soll ich jetzt genau? Ja, genau. folgen. Und ich glaube, da ist dieses wirklich fundierte Fachwissen auch wichtig. Und das ist jetzt meine nächste Frage. Wir haben vorhin kurz gesprochen über diesen Einstieg der Versicherung. Das ist schon ein Riesenthema. Aber Banken und Aktienkauf, das wird ja auch absichtlich wahrscheinlich genauso von der Hürde gemacht, dass es die wenigsten eben selber machen. Da steckt ein Fondsmanager dahinter und der und der und der. Und alle verdienen irgendwie mit. Ja, genau so ist es. Das hast du schön gesagt. Alle verdienen irgendwie mit. Und ich selber am wenigsten, weil der kriegt 2%, der kriegt 2%, die Bank kriegt noch 1%. Und am Ende bleibt halt relativ wenig übrig von der Rendite, die ja auch bei aktiven Fonds sowieso nochmal schlechter ist als ganz generell. Also da ist natürlich eine riesige Industrie drumherum, dass man das bitte, bitte nicht selber machen soll, sondern genau wie du sagst, alle verdienen schön mit. Und jetzt kann man sagen, na, ist mir egal, wenn ich mich nicht drum kümmern will, dann passt mir das. Ist auch ein Weg zu sagen, dann gebe ich halt die 3-5% ab, aber dann kann nicht das Ziel finanzielle Freiheit sein, weil dafür brauche ich die 3-4%. Die sind nämlich in 10-20 Jahren, machen einen riesengroßen Unterschied. Was war denn der erste Schritt, den du damals gemacht hast? Die Frau anzurufen und zu sagen, will ich nicht mehr haben? Weil da kommen wir ja normalerweise nicht mal raus. Genau, also mit der habe ich am Ende eigentlich gar nicht mehr kommuniziert, sondern ich bin dann zu einer Honorarberatung tatsächlich gegangen. Also das war eine Provisionsberatung, bin ich zu einer Honorarberatung gegangen, habe gesagt, hier ist der Packen. Bitte einmal drum kümmern, was kostet das? Und dann hat die mir gesagt, ja, kostet so und so viel, 100 Euro. Ich habe gesagt, komm, hier, jetzt ist auch egal. Mach fertig das Ding. Und dann habe ich die Versicherung beitragsfrei gestellt. Also man kann sie dann so stilllegen lassen. Das heißt, die läuft jetzt noch weiter und dann kriege ich im Alter in der Rente meine 37,50 Euro pro Monat. Und dann, mit 90. Ja, genau. Davon geht natürlich noch alles möglich, Steuern runter und so weiter. Ja. Aber was war dann der erste Schritt, den die Honorarberaterin anders gemacht hat? Weil jetzt wird's ja spannend. Also was hat sie dir für ein Produkt gegeben, was die andere dir nicht gegeben hat? Wo wir vielleicht mal nett davon ausgewählt, wusste die andere es nicht mal nicht besser. Kann ja auch immer sein, ne? Ja, also erstmal gibt es die gleiche Versicherung in einem Provisionsmantel oder ohne Provisionsmantel. Das ist
genau das Gleiche. Es ist nur die Frage, bin ich zu einer Provisionsberatung gegangen und kostet das dementsprechend nochmal x-tausend Euro mehr oder bin ich zu einer Honorarberatung gegangen? Das ist schon mal, es ist das gleiche Ding. Es ist nur, hat einfach nur andere Gebühren für diejenigen, der es die halt verkauft. Das war schon so. Das heißt ja aber, dass ich es verstehe, die Versicherung selbst bedient ja zwei Vertriebskanäle. Genau. Ja, genau. Ist eine andere Vertriebsform. Nur für und die dementsprechend, Versicherung. Ja. Für Versicherung wird es doch viel mehr Sinn machen, die Honorarberater zu benutzen, weil sie sich Provisionen aussparen. Ja, aber die Provision zahle ich ja als Verbraucher. Ja, stimmt. Dann ist die holen sie sich von mir wieder zurück. Hm. Genau. Ja, das ist halt ein Strukturvertrieb, der dahinter steckt, ne? Genau, und dann gibt es noch so Kombinationen, die man nicht haben sollte. Also beispielsweise eine Rentenversicherung als Kombi-Produkt, also in Kombination mit einer Berufsunfähigkeit, ist selten eine gute Idee, weil wenn ich das eine nicht mehr bedienen kann, dann fällt auch das andere flach. Also das haben wir mal so entkoppelt. Also da war echt keiner drüber nach, ne? Nee, aber das ja, wurde mir als quasi Standardprodukt. Ja, ist ein Kombiprodukt, Rentenversicherung mit BU, wollen Sie das machen? Ja, klar, klingt doch gut, 2-in-1, ist doch super, nehme ich doch. Aber heißt ja übersetzt, wenn du berufsunfähig, also lass mal auseinanderklamüsern, du wirst berufsunfähig aus Grund XY, denkt jetzt jeder, okay, super, dann habe ich ja die BU. So, aber du sagst jetzt, es macht nicht Sinn, das zusammen abzuschließen, weil du dann die Beiträge für die Rentenversicherung weiterzahlen musst? Also genau, es ist immer gekoppelt. Also du kannst nur in die Rentenversicherung einzahlen, wenn du auch in die BU einzahlst und umgedreht. Und wenn du irgendwann mal sagst, oh nee, Rente, weiß ich nicht, muss ich jetzt halbieren oder wie auch immer oder will ich nicht mehr, dann kommst du da halt super, super schwer raus. Plus es sind nochmal extra Kosten und so weiter und so fort. Mhm. Also ganz generell sollte man da so Kombiprodukte, von denen auf jeden Fall die Fingerchen davon lassen. Lieber einzeln. Also dann kann ich es auch einzeln wieder kündigen. Ja. Ja, also damals dann die quasi selbe Versicherung nochmal abgeschlossen, vielleicht bei einem anderen Mantel, aber eben über die Honorarberaterin dann selbst abgeschlossen und dann Blut geleckt am Gesamtthema. Genau, so ungefähr. Also ja. die Versicherung, heute habe ich gar keine Rentenversicherung, um ehrlich zu sein. Das sage ich immer nicht so häufig, weil dann die Leute denken, oh, Natascha hat keine Rentenversicherung, brauche ich auch keine. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern kommt immer komplett drauf an, genau, und was es noch so für Sicherheiten gibt. Also für den Otto-Normalverbraucher ist eine private Rentenversicherung schon sehr gut. Es kommt halt drauf an, was es für ein Produkt ist und da am besten, also wenn man zu einem Honorarberater geht, der weiß sowas, weil der hat kein Interesse daran, Kombiprodukte zu verkaufen, weil für den ist das macht das keinen Unterschied in den Einnahmen. Mhm. Genau. Und, ja. Du hast vorhin gesagt, das nächste, womit du dich dann beschäftigt hast, war Banken und Aktien? Aktien, genau, Aktien. Ja. Weil die gleiche Beraterin wollte mir Aktienfonds verkaufen. Und das hat sich so ein bisschen überschnitten und dachte ich, na, guck's mal da rein, was sie dir da so auf den Tisch gelegt hat. Also natürlich auch so ein Packen von so 5, 6 aktiven Fonds natürlich und mit so einem Post-it. Bitte hier unterschreiben, also keine Fragen stellen, einfach nur unterschreiben. So, Moment mal, das klingt irgendwie auch schon wieder ein bisschen komisch. Ja. Ja, und das war so, dass ich mir die mal angeguckt habe und dann habe ich ein bisschen recherchiert, denke, boah, das ist aber ganz schön teuer, ne? So 2% wollen die dann hier jedes Jahr von mir haben. Und da bin ich dann endgültig reingekommen, weil dieses ganze Versicherungstralalade, also da ist ein Berater schon ganz gut, den zu haben. Den hast du auch immer noch selber, ja? Du hast immer noch. Genau. Ja, genau. Ich gehe immer noch, wenn was ist, gehe ich immer noch zur Honorarberatung, irgendwas anzupassen oder so. Mhm. Genau. Aber Aktien oder beziehungsweise ETFs, ETF-Investments mache ich komplett selber. Und so bin ich da dann auch reingekommen. Kommen wir zu der Sprunghöhe nochmal. Also jemand interessiert sich dafür und sagt, du sagst jetzt, die Natascha macht das selber. Jetzt googelt jemand natürlich und kommt natürlich sofort. Die ersten 300 Beiträge bei Google werden ja nicht sein, dass man selber macht. Höchstwahrscheinlich nicht, nee. Genau. Dafür gibt es ja bei uns Blogger und Bloggerinnen als gute Anlaufstelle, weil also uns ist das ziemlich egal, ja. Also wir verdienen ja kein Geld damit, irgendwelche aktiven Fonds zu verkaufen. Ja. Das heißt, ja, nach unabhängigen Quellen gucken ist da auf jeden Fall der Rat. Da bilden wir Finanzblogger, glaube ich, eine ganz gute Front. Auch viel aus Selbsterfahrung, dass da berichtet wird. Genau, und dann geht es tatsächlich darum, ich meine, das selber zu machen. Dazu gehört auch, sich das Wissen anzueignen und mal ein Buch darüber zu lesen oder mal einen Podcast zu hören oder einen Kurs zu besuchen oder was auch immer. Wie bei allem ja, was ich lernen will. Ja, wenn ich eine neue Sprache lernen will, lese ich mir auch ein Buch durch oder mache irgendwie einen Kurs oder so. Das gehört dann natürlich auch mit dazu. Es ist ja auch wie eine neue Sprache zu lernen. Also ETF, ja, das wissen die meisten ja schon nicht. Das wusste ich vorher auch nicht. Ja, ETF, dann
verdrehst du noch die Buchstaben, dann ist es EFT und dann bist du bei so einer Klopftherapie und dann denkst du, okay, jetzt bin ich vollkommen raus. Beim European Song Contest. Genau, und auf einmal bist du, ja, down the rabbit hole sozusagen. Ja. Ja, aber das gehört dann natürlich, das ist auch Teil meines Konzeptes, deswegen mache ich ja absichtlich auch keine Beratung, ne? Könnte ich auch mal sagen, also ich bin jetzt Honorarberatung, komm zu mir, 150 Euro die Stunde, und dann machen wir Einzelberatung, aber darum, ich glaube, das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Menschen, oder bei mir speziell halt Frauen, selber diese Entscheidung treffen können. Also von vorne bis hinten souverän selbst entscheiden. Und also das ist ja auch ein Stück weit Unabhängigkeit, eigene Entscheidung zu treffen. Ja. Und du hast quasi dann damals in diesem zweiten Schritt auch den Berater der Bank umschifft und hast dann angefangen, Aktien direkt am Markt anzulegen, beziehungsweise, keine Ahnung, bei irgendeiner Online-Bank oder du brauchst ja ein Depot irgendwo. Genau, ja, genau. Ja, da fängt es ja schon an, ne? Dieses Praktische. Wusste ich auch nicht. Was ist eigentlich ein Broker? Muss ich dann Menschen anrufen und der macht dann irgendwas für mich? Also, nee, genau, wie ich es gemacht habe. Erstmal das ganze Wissen aneignen, Strategie, Risiko und so weiter und so fort. Und habe mir dann, genau, dann ein Depot eröffnet bei einer Online-Bank. Das ist relativ easy, wenn man da schon ein Girokonto hat, ist das noch ein Antrag und einmal irgendwie Postident oder Videoident oder was auch immer. Und dann habe ich eben angefangen, mir da meine Sachen rauszusuchen. Meine ETFs waren das am Anfang, also hauptsächlich in ETFs investiert, Sparplan eingerichtet, 100 Euro pro Monat, raus damit, in zwei ETFs meinetwegen. Und das war dann so der erste Schritt. Okay, und was hat dich da überrascht oder begeistert, dass du weitergemacht hast? Das war diese, also einmal fand ich es faszinierend, dieser Automatismus dahinter und dass ich das wirklich alles selber machen kann. Und letztendlich ist es wie ein, es ist ja wie ein Dauerauftrag. Es ist wie wie meine Miete abgezogen wird, wird auch mein ETF-Sparplan bedient. Und dann gucke ich zwischendurch mal rein und sage, ach cool, ist ja gestiegen oder oh Mist, ist gefallen. Dann investiere ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Ja. Und das auch einfach so zu beobachten und mich selber auch dabei zu beobachten. Also das jetzt Corona-Krise ist auch die erste richtige Finanzkrise, die ich mitmache. Das ist halt super spannend und ich freue mir einen Ast ab, wenn ich wieder in ETF und Aktien, wenn meine nächste Sparplanrate wieder abgegangen ist. Das ist okay, weil du weißt, dass du jetzt im niedrigen Level investierst. Genau, ja, weil ich weiß, okay, das ist jetzt nicht für irgendwas draufgegangen, für irgendwelchen Konsumkram, sondern es ist eine richtige Investition, die tendenziell mehr wird, von der ich dann in x Jahren richtig viel habe. Du hast es jetzt schon zweimal gesagt, deshalb frage ich nach, du hast, weil ich glaube, ich halte das für unfassbar wichtig für junge Menschen, die hier zuhören. Ja. Und zwar egal, ob sie männlich oder weiblich sind. Ja. Ich habe sehr viel von meinem Papa gelernt, der übrigens Banker war, der aber mir immer gesagt hat, Tobi, Schulden machen ist nicht, spar Geld an und wenn du dir ein Haus kaufst, dann sparst du so viel an, dass du ein Haus kaufen kannst. Und immer, wenn du dir irgendetwas kaufst, nimm die Summe mal zwei, weil das kostet sich das nicht anzulegen. Und das fand ich immer spannend. Ne? Ja. Also immer, wenn ich mir irgendwas gekauft habe, habe ich gedacht, oh, okay, das muss ich jetzt mal zwei rechnen, lohnt sich das jetzt oder nicht? Und du hast es schon zweimal gesagt mit dem Konsum. Jetzt bist du eine junge Frau, du gehst raus und es gibt einen unglaublichen Konsumzwang. Welche Handtasche hat sie an? Welche Ohrringe? Welche Pots? Wie bist du da für dich drüber gesprungen, dass du sagst, nee, Freunde, ich mache das ein bisschen cleverer? Das war bei mir auch ein Prozess. Also mittlerweile bin ich, würde ich sagen, komplett davon losgelöst. Das war aber auch nicht immer so, ne? Gerade Teenagerjahre und so weiter, wer bin ich und beweisen und Fashion und so weiter. Aber ich habe dann auch durch dieses Ganze, also letztendlich ist die Entscheidung, wie du gerade sagtest, ne? Was ist mir wichtiger, meine finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit, finanzielle Sorgenlosigkeit oder alle drei Jahre ein neues Auto zu kaufen oder überhaupt ein Auto zu haben. Und da kann die Entscheidung ja auch sein, das Auto ist mir wichtiger, weil meine Kinder und so weiter und so fort. Aber mir geht es ja nur darum, diese Entscheidung halt auch achtsam zu treffen. Und das, was du gerade ansprichst, so Konsumzwang, das hat wenig mit Achtsamkeit zu tun. Da ist eigentlich nur die ganze Zeit, ja, die Nachbarn, jetzt haben die ein neues Auto gekauft, jetzt müssen wir auch ein neues Auto kaufen. Und also dieses so hochzuschaukeln, um dann Menschen zu gefallen, die wir noch nicht mal mögen würden. Weil wenn wir sie mögen würden, wären sie unsere Freunde und würden uns so akzeptieren, wie wir sind. Genau, und nicht, wer jetzt die dickere Karre hat. So. Und ich habe das gemacht anhand einer ganz krassen Spar-Challenge. Also ich wollte mich selber mal challengen, wie viel Geld, wie hoch kann ich meine Sparrate so ziehen. Und da gehörte auch dazu, keine Kleidung zu kaufen. Also ich habe meinen Kleiderschrank komplett ausgemistet. Wie lange? Und habe mir, ich glaube, 2-3 Jahre keine Kleidung gekauft. Also nichts. Gar nichts.
und ich lebe noch. Das ist schon in Ordnung so, ne? Also da spart man schön viel Geld. Und was ich da gelernt habe, auch so über mich selber, also ich sehe das auch nicht mehr. Also ich laufe nicht durch die City und sehe, oh, guck mal, da ist Sale, 2 für 1. Ich nehme das überhaupt nicht mehr wahr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Klamottenladen war. Das ist unheimlich befreiend, finde ich. Ja, kannst du uns einmal mit auf die, das war jetzt die helle Seite der Macht, nimmst du uns einmal mit auf die dunkle Seite der Macht, so nach dem Motto, boah, das hätte ich jetzt schon gerne, aber hast es dir wirklich bewusst? Also ich, Klamotten kann ich mir jetzt vorstellen, wenn man so einmal die Entscheidung getroffen hat, du hattest ja was im Schrank, der war ja nicht leer. Eben, ja genau. Aber gab es was, wo du so gezuckt hast und gedacht hast, boah, das wäre schon geil, aber nee, das geht nicht, weil ich möchte ja in 5 Jahren. Da muss ich mal überlegen, also woran ich tatsächlich eigentlich nie gespart habe, ist Reisen. Also es gibt auch Sachen, an denen spare ich halt nicht. Ne? Das ist eine Sache von Prioritäten. Ich überlege gerade, gab es mal so ein riesengroßes Verlangen? Ja, Reisen kosten ja auch Geld. Ne? Genau, Reisen kosten auch. Wundere mich immer, Geld. Wie die ganzen Leute nach Bali kommen. Also und monatelang da bleiben. Wundert mich immer sehr, weil das könnte ich mir leisten, aber würde mir nicht leisten. Ja. Also ich glaube, bei mir waren dann eher so, ich meine, wenn man das richtig hart durchzieht, und das habe ich immer eine Zeit lang gemacht, dann gibt es auch keine Party, kein Auswärtsessen. Und das war dann so ein paar, da bin ich zwischendurch mal an so Ecken und Kanten gestoßen, dass ich dachte, okay, wenn du jetzt noch 3-mal zu deinen Freunden Nein sagst, dass du nicht mitkommst, dann fragen sie dich irgendwann auch nicht mehr, ob du mitkommst. Also da muss man dann schon so ein bisschen gucken, dass man sich nicht komplett abkapselt. Ja. Aber das ist auch immer ein Stückchen vor, ein Stückchen wieder zurück, da eine gute Balance zu finden. Ja. Und ich fand es tatsächlich sehr, sehr befreiend, das einfach mal durchzumachen. Wenn wir diesen Begriff befreiend nehmen, was bedeutet für dich finanzielle Freiheit? Weil dieser Begriff wird ja sehr oft auch sehr häufig benutzt. Ich glaube, dass persönlich mittlerweile nach all den Interviews, die ich auch geführt habe, es definiert auch jeder anders. Ne? Ja, glaube ich auch. Ich habe eine Definition mal gehört. Für mich ist finanzielle Freiheit, wenn ich mehr einnehme, als ich ausgeben kann. Es hat aber auch schon mal jemand live in diesem Podcast gesagt, als ich 10 Millionen auf der Seite liegen hatte, habe ich mich finanziell frei gefühlt. Ich glaube, das ist für jeden was anderes. Ja, das glaube ich auch. Also wie ich es gerne definiere, ist, dass passive Einkommensquellen, beispielsweise durch Aktien, durch ETFs, da muss ich, oder Mieteinnahmen oder was auch immer, dass die meine Ausgaben decken. Mhm. Dann brauche ich nämlich nicht mehr arbeiten, tendenziell. So, wenn das System so aufgebaut ist, dass meine Investition, meine passiven Einnahmen mir genau das Einkommen oder vielleicht noch ein bisschen mehr natürlich auch sehr gerne bescheren, dass meine Ausgaben davon gedeckt sind, dann bin ich frei im Sinne von, ich muss nicht mehr arbeiten, ich habe keine großartigen Zwänge mehr. Also für mich geht es ja letztendlich um Zeit. Also Geld ist ja auch nur ein Mittel, um mir Zeit zu erkaufen. So. Und je früher ich das machen kann, also ich weigere mich immer gegen dieses Konzept, wir arbeiten, bis wir 67 sind und dann gehen wir in Rente und dann fangen wir an zu leben, weil dann haben wir ja freie Zeit. Ja, toll. Da habe ich aber Rückenschmerzen und nicht mehr. Ja, so aber dann braucht man das alles nicht mehr. Ja, habe ich auch keine Lust mehr. So, ne? Dann bleibe ich auch zu Hause. Ja. Wo viele Rentner ja dann auch reisen gehen und so weiter. Aber ich dachte mir, okay, woher kommen eigentlich diese 67 und warum sind wir da alle so drauf festgefahren? Ich könnte doch auch mit 45 in meine eigene Rente gehen, wenn ich Lust hätte. Und ja, ich glaube, da Teufel, kommt der Böses dabei denkt, dass es so gewollt ist. Ne? Ja, Mensch, verdammt. Oder? Und oder weiß ich nicht, die Mama, die sich sagt, cool, ich würde irgendwie viel lieber Zeit mit meinen Kids verbringen, aber finanziell ist halt gerade, ich bin halt auf diesen Job angewiesen, aber dann vielleicht Geld zu sparen, zu investieren, um da zumindest ein Teileinkommen aus diesen Investitionen zu bekommen, um dann vielleicht Teilzeit zu arbeiten oder die Stunden runterzuschrauben. So ist es genau, für jeden individuell. Ich koppel das immer sehr gerne an Zeit. Gab es für dich diesen Moment, wo du gesagt hast, ach so, jetzt ist okay, jetzt kann ich davon leben? Oder war das schleichend, dass es dann auch immer, weil die Sache ist, wenn das einmal da ist, an Geld gewöhnen wir Menschen uns ja natürlich auch schnell. Und es gibt ja diese psychologischen Studien, dass wenn du jemandem 1.000 Euro wegnimmst, ist es viel, viel schlimmer, als wenn du jemandem 5.000 Euro gibst. Das ist ja auch paradox. Ja, also bei mir ist es, es ist halt ein Prozess, das ist ein schleichender Prozess. Es ist ja kein Lottogewinn, dass ich denke, oh cool, jetzt habe ich 5 Millionen auf dem Konto, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Geld? Also ich finde, oder das ist mir auch wichtig und so versuche ich es auch umzusetzen, es geht ja auch um den Prozess dahinter. Also man muss schon auch den Prozess mögen und sich auch darin so ein bisschen verlieren und sich da weiterentwickeln wollen.
um halt diese Reise dahin auch zu genießen. Und wenn es dann eine schöne Reise dahin ist, dann ist es eigentlich auch egal, ob es in 10 oder 15 oder 20 oder in 5 Jahren ist. Oder wenn es dann doch ein bisschen länger dauert. Ich erreiche auch nicht immer alle meine finanziellen Ziele. So, das kann ich auch ganz offen sagen. Also da waren auch ein paar Jahre, wo ich dachte, ah, Mist, so eigentlich war doch das mein Ziel, nicht erreicht. Mhm. Aber dann ist es halt umso wichtiger, dass der Prozess dahin Spaß gemacht hat, dass man sich da weiterentwickelt hat. Und selbst wenn man das Ziel dann nicht erreicht hat, war es trotzdem eine gute Zeit und man hat was gelernt. Sonst würde man ja nur den Kopf in den Sand stecken und dann aufgeben. Ja. Aber von daher ist es, glaube ich, eher die Reise dahin, die ja, das sich auch selbst entwickeln in diesem Bereich. Was würdest du mit den 5 Millionen machen, wenn die per Gewinn kämen? Ja, alles versaufen natürlich. Endlich wieder essen gehen. Endlich wieder. Ja, will ich erst mal Klamotten kaufen. Nee, Quatsch. 2 für 1, aber gib mir, in New York. Ja, ja, genau, in New York, ja. Mit den 5 Millionen, gute Frage. Ja, wahrscheinlich will ich schon eine Weltreise machen, endlich mal. Weltreise machen. Das sind wahrscheinlich viele, ne? Ja. Könnte ich jetzt auch. Also das ist immer so, warum wartet man damit so lange? Ne? Eigentlich könnte ich jetzt auch eine Weltreise machen. Was ändern dann 5 Millionen da dran? Eine Weltreise kostet ja nicht 5 Millionen. Okay. So, sondern deshalb, 20.000. Was würdest du anlegen? Würdest du Solaranlagen kaufen, Immobilien? Wahrscheinlich gerade Börse, ne? Genau. Ich würde es in die Börse stecken und wahrscheinlich mich auch mal mit Immobilien beschäftigen. Da mache ich aktuell noch gar nichts. Okay. Aber finde ich auch ein sehr, sehr super spannendes Thema. Ja, also da würde ich mich reinfuchsen. Apropos spannendes Thema. Ich glaube, jetzt sind wir auch in einer Situation, wo ganz viele ein bisschen gezwungen sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Das war ja mal so eine Zeit, naja, wir leben alle so 3-mal im Jahr Mallorca, geht schon. Und jetzt, wo wir nehmen das hier auf am 20.04.2020, wir sind gerade mitten in der Corona-Zeit. Ich hoffe, dass währenddessen du diesen Podcast hier hörst, gibt es dann schon was. Aber, also was dagegen, jetzt gibt es viele, die merken, oh, kacke, ich habe mir keinen Plan B aufgebaut. Das ist auch nicht mehr weit weg, das Problem oder die Krise, sondern bei mir auf dem Konto. Was sagst du denen? Was sollen sie von zu Hause jetzt tun? Geld beisammen halten. Also der erste Schritt ist eigentlich immer ein Notgroschen aufzubauen. Ne? Und ich glaube, wer jetzt gerade in dieser Situation ich kriege ganz viele E-Mails und Instagram-Nachrichten. Boah, Natascha, danke, dass du mir seit 5 Jahren sagst, ich soll einen Notgroschen aufbauen, weil den habe ich nämlich jetzt. Und der rettet mir gerade den Allerwertesten. So ist es halt. Ne? Also Notgroschen aufzubauen ist einfach... Hast du für den Notgroschen eine Formel, Monatsausgabe mal X oder... Also der sollte mindestens 3 Gehälter umfassen. Also das, was ich und alle von mir abhängigen Personen für 3 Monate brauchen. Das ist eigentlich so die Faustformel. Gerne auch ein bisschen mehr. Kann ja nicht schaden. So, ne? Also jetzt ist ja gerade eben genau so eine Phase, wo man nicht genau weiß, okay, wie lange dauert das jetzt noch so? Also Notgroschen aufzubauen, wer den nicht hat, das zu machen. Ansonsten Fixkosten runter, so schnell wie möglich. Fixkosten ist alles, was ständig jeden Monat aufs Neue kommt. Abos, Handyvertrag, Miete. Ja, man kann auch in eine kleinere Wohnung ziehen. Ist auch alles möglich. Ist zwar dann nicht so schön, aber wenn es sein muss, muss halt sein. Und sparen wie das Zeug hält. Ja, und also es ist immer das Gleiche. Verdienen, sparen. Ja. Notgroschen auf der Bank oder bar abheben? Tagesgeldkonto. Einfach aufs Tagesgeldkonto die paar tausend Euro da dann parken. Da passiert auch nichts damit. Das ist safe. Und, ich finde es toll, dass du gerade sagst, da kriegst du jetzt viele Nachrichten für, weil ich meine, im Endeffekt ist das so logisch, ne? Also zu sagen, leg dir was auf die Seite. Das hatte Oma schon gesagt früher. Junge, das ist nicht zum Ausgeben da, das ist für den Sparbörse. Es ist ja alles kein Rocket Science, ne? Ja, absolut. Und dadurch, und also das bringt ja auch so viel Ruhe mit sich. Also finanzielle Sorgen, das ist ja die Wurzel von so vielem, von Stress in anderen Lebensbereichen, Stress in der Beziehung, Stress mit der Familie. Jetzt sind wir auch noch alle mehr oder weniger zu Hause eingesperrt. So. Und natürlich brauche ich da nicht auch noch finanzielle Sorgen on top. Nee. Also da können wir vorstellen, dass da bei vielen auch der Haussegen schief hängt aktuell oder wo die Stimmung echt in eine Fritten ist. Wie man in Dortmund so schön sagt. Ja, ist aber so. Ja, klar. Und
das hängt natürlich mit Geldsorgen zusammen. Also wenn die nicht da sind, dann braucht man sich darüber nicht streiten. Dann ist es nicht, ja, hätten wir mal letzten Monat nicht so viel da und dafür ausgegeben und du warst ja zweimal im Urlaub und nicht nur einmal. Und so schaukelt sich das dann natürlich hoch. Und wir haben lange natürlich auch auf Pump gelebt. Also viele, ne? Das ist halt, das kommt jetzt alles hoch. Ich sage immer, bei Ebbe sieht man, wer eine Badehose anhat, ne? Oh, das ist gut, das muss ich mir merken. Du darfst klauen, den will ich bei dir im Podcast hören. Ich will, dass Rita mir sagt, sie hat es gesagt. Ja, aber so ist es tatsächlich. So ist es tatsächlich. Und ich glaube, diese Krise, die wir gerade durchleben, ist für so vieles einfach auch eine Lupe. Ne? Also da wird gerade alles vergrößert. Wie bin ich mit meinen Finanzen umgegangen? Wie steht es um meine Ängste? Wie steht es um meine Sorgen? Wie reagiere ich in extremen Situationen? Wie ist meine Beziehung aufgestellt? Also ganz, ganz viel. Ja. Und natürlich eben auch die Finanzen. Und was haben wir da in den letzten Jahren vielleicht auch verpasst? Oder auch ganz viele, die sagen, boah, gut. Gut, dass wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Und für alle, bei denen es gerade ein bisschen knapp wird, ist jetzt die größte Alarmglocke der Welt, die gerade klingelt. Ja, und um sich damit auch bewusst zu beschäftigen. Ne? Also ich würde gerne noch einmal zu dem Plan B. Für all die, wir gehen mal davon aus, es geht irgendwann vorbei. Wir wissen nicht wie, aber jeder Nacht hat irgendwann einen Tag, wir wissen nur nicht, wie lange es dauert, dann kann sowas schnell auch wieder rum sein, auch vom Gefühl, weil wir gesehen haben, selbst nach der spanischen Grippe, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, ging es danach eigentlich immer wieder los mit Konsum, 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 Konsum. Mhm. Wenn wir über so einen Plan B sprechen, was empfiehlst du Leuten, um auch zusätzliche Einkommen aufzubauen? Also du hast vorhin von passivem Einkommen gesprochen. Erstmal, meine Frage an dich, gibt es das überhaupt? Die Frage habe ich schon mal einem Finanzexperten gestellt. Weil selbst wenn ich Solaranlagen habe, muss ich dafür Gebühren zahlen, um das abzurechnen. Bei Immobilien habe ich alle 10 Jahre, ich musste jetzt bei einer meiner Immobilien ein Bad machen, da habe ich sie gefragt, ob sie sich das Bernsteinzimmer reinmachen wollte. Also du hast halt immer wieder... Ja. Was sagst du dazu? Multilevel-Marketing, ist das eine Alternative? Also was sagst du zu diesen Dingen? Genau, also passives Einkommen muss man sicherlich nochmal in Relation setzen zu anderen Einkommensformen. Ne? Also Geld regnet vom Himmel, ich liege auf dem Rücken und Geld regnet vom Himmel gibt es halt nicht. Dafür habe ich dich eingeladen. Ja, Mist. Die Formel, über die bin ich auch noch nicht gestolpert. Aber es gibt natürlich Einkommen, für das man mehr arbeiten muss und ständig um die ganze Zeit, oder Einkommen, für das man vielleicht einmal sehr stark viel arbeitet und investiert, was dann mehr oder weniger so ein bisschen durchsegelt, wo ich dann nicht mehr so super viel machen kann. Und da liegt ja dann die Magic da drin, davon mehr zu haben. Klar. Also eine Immobilie zu automatisieren und ETFs zu automatisieren, okay, dann kommt da Cash rein, ich habe mehr Zeit, um die nächste Immobilie und den nächsten ETF schon planen. Also das ist was komplett anderes, als wenn ich 10 Stunden am Tag im Büro sitze und dafür meine 1 oder 2, 5 nach Hause trage. So, da kann ich nichts automatisieren, da auch nichts hochskalieren. Und das ist so das Schöne am passiven Einkommen. Dann wird Unternehmertum auch gerne mal reingeschmissen. Ja, klar, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast und einen Geschäftsführer reinsetzt und der macht das Operative, alles kann das auch ein Stück weit passiv sein. Klar. Also ich glaube, was gerade auch sehr viele sehen, ist, dass eine gewisse Diversifizierung auf jeden Fall Sinn macht. Ja. Also sowohl angestellt als auch selbstständig. Also kann nicht schaden, offline und online unterwegs zu sein. Oder noch ein Zeithassel sich aufzubauen. Das muss ja nicht super viel sein, aber irgendwas, womit vielleicht noch so ein paar hundert Euro reinkommen, wird ja schon reichen, um die Nerven zu beruhigen und vielleicht auch den Notgroschen aufzubauen oder das dann eben investieren zu können. Ja, das finde ich nochmal eine wichtige Message. Jetzt, es sind ja nicht die Millionen und die Zehntausende, es sind manchmal die 500 Euro, ne? Eben, ja, genau. Und also die reichen ja für sehr, sehr viele schon. Und wenn ich nur das zur Seite legen kann, dann ist das doch schon mal so viel mehr, als die meisten Deutschen überhaupt machen. Mhm. Also dieses kleine Anfangen und auch mal die 5-Euro-Scheine wegzusparen, oder da gibt es verschiedene Methoden, wie man das Ganze auch automatisieren kann. Und ja, neue Einkommensquellen erschließen ist natürlich auch hochindividuell. Ne? Also worin bin ich gut, was mache ich gerne, wofür gibt es auch einen Markt? Aber sei es von Dropshipping oder ein bisschen Amazon Reselling XY, gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die man sich da einfach mal angucken kann. Je nach Menschentyp. Warum man Lust hat, genau, ja. Ich höre bei dem, was ich bei dir online höre und sehe, du machst diese Mischung natürlich zwischen Mindset und dem und den ganzen Tipps, die du gibst, wirklich zum Thema Geld. Ist das 50-50 auf der Waage?
sind die voneinander abhängig oder muss ich erstmal mein Schiff drehen und dann das? Wie würdest du das beziffern? Ich würde sagen, es ist 90-10 Mindset, 10 Finanzwissen. Also das war am Anfang auch umgedreht, weil ich irgendwie schon wahrscheinlich eher mit so einem Mindset, wo auch immer das jetzt herkam, aber ich brauchte nicht so diesen riesengroßen Change, wobei ich am Anfang auch Angst hatte, so, okay, jetzt wirklich auf das Köpfchen zu drücken und Investitionen, wie sicher ist das denn? Aber das kommt halt mit dem ganzen Wissen dann auch. Aber erstmal überhaupt diese Aha-Momente zu haben, über ein paar haben wir schon gesprochen, über sehr, sehr große auch, so, ne? Boah, ich kann mein Geld für mich arbeiten lassen, okay, wie das denn? Ist ja super, ist ja Win-Win. Aber es hat eben auch sehr viel mit Ängsten zu tun, sehr viel mit Glaubenssätzen, sehr viel mit, oh nee, meine Eltern haben das auch nicht gemacht und Börse und Aktien, das ist doch alles, ja, sehen wir ja jetzt, geht ja alles den Bach runter, habe ich dir auch von vornherein gesagt. Da erstmal so. Da wollte ich gerade nochmal mit dir hin. Die 20-Jährige, die, ja, sagen wir es mal, ganz hart bei einer Airline arbeitet und der Vater jetzt sagt: So, Tochter, ich habe es dir dreimal gesagt. Ja. Ist die Kacke am Dampfen, ne? Ja, ja. Ja, das ist ja das direkte Umfeld, was so mächtig ist in dem Moment, ne? Absolut, sich dann aufzulehnen, ja, und zu sagen, Papa, ich mach mein Ding, mach dir keine Definitiv. Sorgen. Definitiv, ja, und wenn es dann noch darum geht, ich habe mein Geld in Aktien investiert und jetzt geht das schön alles gerade runter, da ist man dann oft auch relativ alleine so im Umfeld, ne? Also wir haben eine Aktienquote in Deutschland von, ich weiß gar nicht, also sehr gering, vielleicht so um die 10% oder so, also Aktionärsquote. Das ist relativ wenig. Und Wahnsinn eigentlich zum Kapitalvermögen unseres Landes, ne? Wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, wie Japan und Amerika, ja, oder Kanada. Also, ja, das, also unser Geld versauert auf dem Sparbuch. Auf dem Knacks-Sparbuch von der Sparkasse wahrscheinlich noch irgendwo. Ja. Das ist tatsächlich so, ja. Wenn wir mal die 5 Millionen wegnehmen und da hat jetzt jemand wirklich was zum Anlegen und er sagt, ich möchte gerne von dir jetzt lernen, wie ich das am cleversten mache. Mit welchen deiner Produkte kann er oder sie, dürfen Männer überhaupt mitmachen bei dir oder ist das nicht so gern gesehen? Männer dürfen alles mitmachen, was kein Kurs ist. Okay. Okay. Weil die Kurse und das Mentoring-Programm, das ist Women-Only, geschützter Bereich. Aber wer jetzt mein E-Book liest, das kann ich jetzt auch nicht kontrollieren. Klar. Aber bei den Kursen. Und der Freund darf auch daneben sitzen, wenn sie. Wenn er ruhig ist, ja, wenn er ruhig ist. Was Männern oft schwer fällt. Ja, genau. Nee, also ich glaube, also für Frauen erstmal ist, glaube ich, ein guter Einstieg die Facebook-Gruppe, die ist kostenlos, da kann man einfach, also tatsächlich aber nur für Frauen erstmal so ein bisschen mitzuschwimmen, mitzulesen, man muss da auch nichts reinposten, man kann erstmal so ein bisschen reinkommen. Nina Beck ist dabei, das bin ich. Ah ja, genau. Das ist zum Mitlesen. Reingeschmuggelt. Ist das schon mal passiert, dass sich ein Mann reingeschmuggelt hat? Ja, tatsächlich. Es sind uns mal ein paar durchgeflutscht. Ja, aber das ist dann auch nicht. Ist auch nicht, schmeißen wir dann mal wieder raus. Also in der Facebook-Gruppe beginnt's? Genau, in der Facebook-Gruppe ist, glaube ich, ein ganz guter Einstiegspunkt für Leute, die sagen, oh, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Das ist, glaube ich, ganz gut. Leute, die sagen, okay, ja, I'm sold. Ich will jetzt in den Content rein. Da kann ich meine Bücher empfehlen. Das ist wahrscheinlich auch recht seichter Einstieg. Das Taschenbuch für Leute, die sagen, oh, ich weiß überhaupt nicht, ich muss erst mal gucken. Mhm. Und ansonsten mein E-Book Bali statt Bochum. Da geht schon mehr um Börse und auch um Portfolio und wie baue ich das alles so auf, ein bisschen Unternehmertum. Hat dich das so überrascht, dass das so ein Erfolg wird, das Buch? Ja, total. Schon. Also Bali statt Bochum, das ist quasi mein Dauerbrenner. Das bewerbe ich auch nicht. Wird mir eigentlich, also wenn es ein physisches Buch wäre, würde es mir aus den Händen gerissen werden. Und das Taschenbuch, das ist ja dann im Verlag richtig erschienen, war ja auch ein Spiegel-Bestseller. Das hat mich auch sehr gefreut. Wie viele hast du davon verkauft? Darf man das wissen? Wir haben letztens 50.000, das 50.000ste Buch gefeiert. Ja, so ähnlich wie bei Unbox Your Relationship. Ja, ist spannend, ne? Wenn das dann plötzlich so hochschießt, ne? Ja, so diese Sichtbarkeiten für das Thema, das war mir doch, also richtig. Und zwei Spiegel-Bestseller-Autoren unterhalten sich ja hier, mit dem Buch wird man ja richtig reich, ne? Buch ist der Garant für Reichtum. Jedes Mal, wenn ich meine Abrechnung bekomme, denke ich so, ich habe es ja nicht fürs Geld gemacht. Nein, natürlich. Ja, genau, das denkt sondern für die Marke. Genau. Ja, wenn wir ehrlich sind, kann man ja unter uns Pastoren und Töchter drüber reden, man denkt ja so, um Jottes Willen, Spiegel-Bestseller.
Also, da muss man schon viele Bücher verkaufen, ne? Damit was Spannendes. Einige. Ja, aber das wäre so Grundlage. Ja, Facebook-Gruppe, dann weitergucken, Buch kann sich jeder kaufen. Genau, Bücher, Newsletter ist kostenlos, also es ist, eigentlich ist halt alles da. Ne? Und ich werde dort oft gefragt, ja, wo soll ich denn anfangen? Es ist egal, fang einfach irgendwo an. Gerne bei den kostenlosen Sachen auch, um da erstmal reinzukommen. Also bei mir ist auch 99% kostenlos. Mhm. Und dann, wer dann sagt, okay, ich möchte es gerne strukturierter haben oder ich will von Natascha... Ich will aber Natascha haben und die soll mir da das irgendwie erzählen. Das selber einrichten. Genau. Dafür gibt es dann die Kurse. Das ist dann schon ein bisschen teurer, ja. Mit Nina Beck würdest du es machen, oder? Na klar. Du warst so lieb und hast gesagt, für die Community, die Bewohnerfrei-Community, würdest du noch ein kostenloses Hörbuch mit in den Ring schmeißen. Worum geht's in dem Hörbuch? Genau, in dem Hörbuch, das ist meine magische 3+1-Formel. Also da geht es eigentlich darum, darüber, was wir eigentlich auch schon gesprochen hatten. Ne? Also wie ist denn der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit? Das führt über Geld verdienen, also mehr Geld verdienen, mehr Geld sparen, mehr Geld investieren unter das richtige Mindset. Und das Hörbuch, da geht es, glaube ich, eine Stunde, anderthalb, eben genau darum, warum sind diese Bereiche so wichtig und was kann ich in den einzelnen Bereichen auch konkret machen, um diese Schraube halt zu drehen? Mhm. Und was passiert eigentlich, wenn ich dann alles schön orchestriert habe und dann noch mit der richtigen Prise Mindset und dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Pfad. Dann stehst du als Dirigent deines Portfolios da. Genau, so ungefähr. Und, ganz und, kleiner Bär. Ja, genau. Vor dem Berg, wie Dagobert Duck. Ne? Genau. Was ist denn ein weiblicher Dagobert Duck? Das ist eigentlich auch verrückt, ne, dass es das gar nicht so gibt. Fällt mir gerade mal ein, wo das habe ich mir vorher aufgeschrieben, bevor ich mit dir gesprochen habe. Ich wollte mit dir noch über Disney reden. Oh ja. Ja, und zwar deshalb, das kam wirklich heute Morgen, habe ich mit meiner kleinen Tochter gespielt. Die Maya ist 4. Und mir ist aufgefallen, und zwar bei der Suche nach Spielzeug, das ist ja unfassbar geprägt auf Prinzessin und jetzt haben wir ihr halt, genau wie meinem Sohn, auch so ein Dino Puzzle geholt, fand sie super. Cool. Ja. Und darüber bin ich im Kopf über Disney gestolpert. Die Prinzessin, die kriegt Gold vom Mann und das Krönchen. Und jetzt erlebe ich aber in den letzten Jahren, weil ich mit meinen Kindern das gucke manchmal, dass auch Kriegerinnen bei Disney nach vorne kommen. Wäre jetzt im Finanzmarkt auch mal die Zeit. Da bist du so eine Vorreiterin. Ne? Hast du das Gefühl, da kommt mehr? Langsam, aber sicher, ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich an der Bloggerfront auch gerade einiges tut. Also da kommen noch so ein paar nach. Disney ist jetzt natürlich echt das Paradebeispiel so, ne? Also die Prinzessin ist halt nur komplett mit ihrem Prinzen und solche Geschichten. Also das ist, ja, damit bin ich auch aufgewachsen. Mein Lieblings-Disney war übrigens immer ein Dschungelbuch. Also da gab es mit Tieren und gab es keine Prinzessin. Aber ja, also da tut sich gerade was, aber es muss sich noch sehr, sehr viel mehr tun, gerade auch in der Erziehung. Ne? Also da kommt es ja eigentlich her, diese Rollenverteilung, dieses oh, Geld ist doch Männersache, Finanzen ist Männersache, das kriegen wir alles in der Erziehung mit, von daher... Als Eltern gar nicht so einfach, weil es tatsächlich so ist, dass Mädchen mehr kuscheln will, zumindest in unserer Familie als der Junge. Ne? Das ist und lustig ist, die konsumieren ja schon das Ähnliche, was sie damit tun, ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Ja. Ist ja auch nichts Schlimmes daran. Ne? So, ich finde, halt, solange auch Mädchen die Chance gegeben wird, auch alles zu machen, was sie machen wollen. Ja. Ne? Also beim Jungen ist ja häufig, ja, kletter mal hoch auf den Baum, mal gucken, wie hoch du kommst. Und beim Mädchen so, oh, vorsichtig. Nee, vorsichtig, bleib mal lieber hier sitzen, nicht, dass du dir noch wehtust. Und da fängt es ja schon an. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen war ich bei einem geistigen Abend online, das ist so intellektuelle Menschen und ich darf zuhören, auch nichts sagen. Da ging es tatsächlich über Kindererziehung und in den alten Schriften, in Sanskrit-Schriften und auch in den alten Schriften, die aus dem Iran kommen, steht, dass wenn du zwei Kinder hast, einen Jungen und ein Mädchen, sollst du die Bildung dem Mädchen geben, weil sie wird die Mutter. Das fand ich total, total krass. Ah, okay. Ja, weil sie es dann weitergibt. Ja, genau. Fand ich einen richtig guten Satz. Ne? Stimmt, ja. Money Mindset wollte ich gerne mit dir noch einmal hingehen. Eltern, die jetzt Kinder haben, wir ziehen ja Kinder in so einem Money Mindset hoch. Ja. Wenn du eine Familie hättest mit kleinen Kindern, was würdest du denen beibringen? Als Mama? Ich würde den erstmal, also es geht ja viel um Vorbild, ne? Also Kinder machen ja nach, was wir machen. Also
Ich würde Geld so auch eben genderneutral wie möglich darstellen. Ne? Also, dass eben nicht nur immer Papa bezahlt, sondern irgendwie auch mal Mama. Und also, das ist da schon, okay, beide haben Geld, beide haben mit Geld zu tun. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Dann würde ich wahrscheinlich sehr früh Taschengeld geben, mhm. um also da schon so ranzuziehen. Taschengeld geben, ja, okay, was möchtest du jetzt damit machen? Guck mal, du kannst es sparen, hier in deine Spardose, das wird dann mehr. Oder also einfach dieses... Hat bei uns super funktioniert. gar nicht, oder was? Davon naja. Im Spielzeugladen ein. Ich war schon gar nicht. Okay. Plastikscheiß. Plastikscheiß, genau. Ja, ich glaube, da kann man bestimmt auch spielerisch einige Sachen machen. Ne? Ich glaube, viele machen das dann mit so einer Traumdose. Ne? Dann sparst du auf deinen Traum. Du könntest ja dann auch für irgendwas ausgeben, ist ja auch in Ordnung. Aber erstmal so dieses Gefühl, okay, nicht alles sofort Instant Gratification. Ich habe jetzt hier irgendwie 50 Cent, jetzt gehe ich zur Bude, wie man bei uns sagen würde, und hole mir erstmal einen Lakritz. Mhm. Sondern, früher mit dem Beutelchen. Ne? Ja, oder? Ja, genau. Schön gemischte Tüte ohne Lakritz. Ja, mit lieben Lakritz. Ja, ich auch. Aber einfach dieses, ich glaube, das ist halt super wichtig zu lernen, okay, jetzt vielleicht auch auf etwas zu verzichten, es gibt ja diesen berühmten Marshmallow-Test auch, ja. Jetzt auf etwas zu verzichten, wenn es nur was Kleines ist, um dann irgendwann mal mehr zu haben, also dieses Aufschieben, dieses nicht jetzt sofort in Konsum zu verfallen, jetzt sofort alles haben zu müssen, sondern eben diese langfristige Denkweise, okay, wenn ich das jetzt in meine Traumdose tue, dann kann ich mir davon das tolle Spielzeug kaufen, was ich mir jetzt halt noch nicht leisten kann. Ich glaube, wenn man das so kurzfristig versus langfristig, ich glaube, daran kann man Menschen ganz gut unterscheiden. Sind es die, die immer alles sofort haben wollen oder die langfristig denken und sich so ihre Träume erfüllen können? Und ich kann nur sagen, alle finanziell freien Menschen in meinem Umfeld, und das meine ich ohne anzugeben, das sind eine ganze Menge, das ist aber auch eine bewusste Entscheidung, mit wem möchte man sich umgeben, die sind alle so, dass sie sagen, ich warte ganz, ganz lange, bis das soweit ist und nicht auf Pump. Ja. Und die haben auch allen Money-Mindset ausgebildet. Das klingt immer so, als wären die damit geboren, als eigentlich bei niemandem von denen. Ja, sondern die haben sich das angeeignet, oft schmerzhaft durch irgendwelche Dinge. Ja, ja. Mir fällt gerade noch ein, ich habe als Speaker erlebt, dass mir mein Money-Mind-Shift einfach komplett verändert wurde, weil mir jemand gesagt hat, den ich nicht kenne, was da überhaupt möglich ist, auch für Summen aufzubauen. Also oft sind es andere, ne, die nicht direkt im Umfeld sind, die einen sagen, es läuft doch alles. Das ist ja auch gefährlich, in Anführungsstrichen. Tobi, ist alles gut, bist damals bei mir vor 6, 7 Jahren. Du bist Trainer, was willst du denn noch mehr? Ist doch alles gut, wieder saufen gehen nach Mallorca. Ja, klar, bis dann jemand neben mir saß, der sagt, weißt du eigentlich, was da möglich ist? Ne? Ja, das stimmt. Auch da wieder das Umfeld. Ne? Also habe ich Leute in meinem Umfeld, die mich ziehen und auf die nächste Stufe mit mir kommen oder die idealerweise schon eine Stufe weiter sind. Oder habe ich Leute in meinem Umfeld, die sagen, ja, mach mal nicht so viel, mach mal Piano. Also ich sage, also so die richtig erfolgreichen Menschen in meinem Umfeld, die sagen nicht, ja, mach mal Piano, du arbeitest ein bisschen zu viel. Also die sind auch alle sehr achtsam und die arbeiten einfach sehr, sehr smart. Die arbeiten sich nicht tot, sondern die arbeiten einfach sehr, sehr smart, investieren ihr Geld natürlich auch smart, also lassen ihr Geld auch für sich arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich der Unterschied, das Mindset. Ja, absolut. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Wir machen alles in die Shownotes rein. Madame Moneypenny bei Insta. Das Hörbuch machen wir in die Shownotes. Die Facebook-Gruppe machen wir in die Shownotes rein. Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Die beginnt immer mit derselben. Die wird jetzt lustig. Geld ist, du darfst immer nur kurz antworten. Geld ist? Freiheit. Persönlich wachse ich, indem ich? Viel lese. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Boah. Da muss ich mal gucken, ob ich den zusammenkriege. Ich weiß nicht, ob es der wichtigste ist, aber der mir gerade einfällt. Von Steve Jobs. Wir kommen wieder drauf zurück. Okay, ja. Was alles verändert hat. Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Das habe ich tatsächlich auch gelesen, ja. Nachdem die 4 Stunden Körper oder wieder, wie ist das erste nochmal? Genau, ja, mit dem Body. Ja, ja, ja. Genau. Das hat bei mir nicht funktioniert, habe ich eine andere genommen. Das hat nicht geklappt. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren.
von China und den USA beherrscht. Ja, das glaube ich tatsächlich leider auch, trotz meiner berufsbedingt rosaroten Brille aufsetzen. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Das war in Österreich auf einem Berg, an einem kleinen, sehr kalten Bergsee. Als alte Oma sage ich kleinen Kindern das. Dass sie tun sollen und werden können, was immer sie wollen. Und jetzt darfst du dir ganz am Ende noch eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 77 und jetzt kommt der Endgegner. zwischen 1 und 77, 34. 34. 34 lautet, hattest du einen Mentor, der bei dir viel in deinem Leben verändert hat? Und wenn, dann wer war das? Ich habe nicht den einen Mentor. Ich habe verschiedene in verschiedenen Lebensbereichen, die wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass sie meine Mentoren sind, ehrlicherweise. Mhm. Ich habe jemanden in meinem Umfeld, der sehr fit ist im Unternehmertum, Unternehmen aufgebaut hat, verkauft hat, jetzt auch selber investiert. Von dem habe ich ganz, ganz viel gelernt. Dann habe ich eine Art Mentor im Bereich Gesundheit, Ernährung, Fitness. Mhm. Ja, also niemand, den man jetzt kennen würde, keine schillernde Figuren, sondern einfach Menschen in meinem Umfeld, die ich mal kennengelernt habe. Ja, was ich sehr beachtend finde, wirklich bei dem, was du jetzt alles erzählt hast und auch in deinem Podcast, du hast dir das alles autodidaktisch selber beigebracht. Also es gibt ja auch diese Ausbildung nicht. Also du bildest jetzt andere jetzt aus. Jetzt ja. Aber das, was du gelernt hast, gab es nicht. Und du hast dir das einfach selber akribisch beigebracht. Da braucht man schon einiges an Mumm. Also mein Hut dafür. Und dann auch noch so mutig zu sein, nee, Jungs dürfen nicht mitmachen, ich mache für die, die wie ich damals wie ein Depp vor der Beraterin saßen. Chapeau. Kannst du dich an den Steve Jobs noch erinnern? Steve Jobs, ja. Er hat gesagt, wenn du beliebt sein willst, verkaufe Eiscreme, aber werde keine Führungspersönlichkeit. Irgendwie so, auf Englisch klingt es natürlich viel, viel besser. Ja. Aber das fand ich nochmal sehr eindrücklich. Dann wirst du angeschrien, wo ist das vegane Eis und kannst eigentlich niemandem recht machen. Ne? Ja, also genau, eigentlich ist es als Eisverkäufer, kannst du es den Leuten recht machen, weil du verkaufst halt Zucker und ist irgendwie cool, aber als Leader wirst du halt immer belächelt oder gesagt, oh, mach das anders oder kannst dich halt auch mal unbeliebt machen mit unpopulären Entscheidungen. Bist du bei einigen unbeliebt? Bestimmt, sicherlich, ja. Ja, zumindest bei der Finanzvermittlerin. Genau, ja. Also bei denen höchstwahrscheinlich, ja. Aber sicherlich auch bei Menschen, die bei meine Inhalte stolpern und die sagen, was ist das für ein Scheiß? Ne? Also von wegen, jeder kann wenig. Kommst du was bei in sozialen Medien so von ganz, Peak 999? Ganz, ganz wenig. Wenig? Sehr, sehr, sehr wenig, ja. Also wenn, dann ist es aber eher nicht so, Finanzen ist irgendwie alles doof, sondern wie kannst du nur sagen, dass jeder Geld sparen kann? Wie kannst du nur sagen, also so diese... Und ich mag deine iPods nicht und deine Haare und... Ja, genau. Und ich sage so ein bisschen Opfermentalität. In diesem Sinne sage ich ganz herzlich Dankeschön für unsere danke Stunde. Danke dir, Tobi. Und hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch, sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns persönlich dann mal außerhalb unseres... Im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, in Dortmund. In Duisburg ist das so. In Dortmund, was ist nochmal in Dortmund? Nur das Westfalenstadion. War auch nur Spaß. Genau, euch wünsche ich auch eine tolle Woche. Danke, dass ihr eine Stunde dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so lieb, gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Wenn ihr es im Flugzeug hört, bei dieser Spotify oder Gott weiß wo, dann verlinkt uns doch beide, Madame Moneypenny und mich, und schreibt uns eine Nachricht, dann wissen wir, was das hier mit dir gemacht hat. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Alles Liebe.